Ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Es war so, dass wir erste Halbzeit die ersten 10 Minuten sehr schnell, sehr gut in die Partie gefunden haben, in Führung gegangen sind und dann aus einer, ja, wie ich finde, sehr gelungenen Aktion von Liberec den Ausgleich kassiert haben. Und ab dem Zeitpunkt haben sie uns für 20, 25 Minuten eigentlich dominiert. Da waren sie richtig gut. Haben wir nicht so die passenden Antworten gefunden. Ich denke, dass wir uns dann in die Pause gerettet haben. Und nach der Pause habe ich uns viel mutiger, viel emotionaler, ich habe uns viel aktiver gesehen. Und ja, was dann gekommen ist, war eben dieser Flutlichtausfall, der erste, der den Rhythmus des Spiels für beide Mannschaften, muss man auch fairerweise sagen, gebrochen hat. Und ja, so wie der Gästetrainer dann auch richtigerweise gesagt hat, zweite Halbzeit zu analysieren, fällt mir jetzt schwer. Es gilt, sie jetzt aufzurichten. Wir haben am Sonntag ein schwieriges Spiel und dann werden wir versuchen, die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel zu ziehen. Und dass die Ausgangsposition jetzt schwierig geworden ist, das wissen wir auch. Aber wir werden alles versuchen. Wir haben jede Menge Emotionen im Gepäck. Tut uns sehr weh. Die Mannschaft ist sehr emotional, ungewohnt emotional nach dem Schlusspfiff gewesen. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Spielen auch dann am Platz bringen können. Dann bin ich dennoch zuversichtlich, dass wir vielleicht ein kleines Wunder in Liberec schaffen können. Danke. Weitere Fragen? Ist der Ausschluss von Mastic irgendwie noch zu vollziehen, noch so nach den Ereignissen, die was da passiert sind am Platz? Kann man sich da hineinversetzen in den Spieler? Ich hab's nicht gesehen, es war dunkel. Aber es war auch dunkelrot. Ich hab's leider nicht gesehen, ich muss mir das auch anschauen. Ja, ich weiß nicht, wenn du's gesehen hast. Ja, wir sitzen ja da gut. Okay. Ja, nein, wie gesagt, ich muss jetzt fairerweise gestehen, ich hab's. Ja, wenn es eine rote Karten war und wenn sie, auch wenn es emotional war, das verstehe ich auch, ich war auch emotional und wir waren alle emotional, wir sind alle Menschen, rechtfertigt dann die Aktion nicht, aber wie gesagt, ich möchte ihn jetzt nicht verurteilen, bevor ich nicht die Aktion selber mit eigenen Augen gesehen habe. Aber wir haben uns dadurch nicht nur in dem Spiel für die Restspielzeit geschwächt, sondern natürlich auch fürs Rückspiel. Der Toni war jetzt da dann immer besser drauf, hat aus meiner Sicht Fortschritte gemacht nach seiner langen Verletzung und da fällt uns jetzt dann halt dementsprechend auch wieder im Rückspiel, nimmt uns wieder eine Option und das finde ich sehr schade. Aber wie gesagt, ihn zu verurteilen liegt mir jetzt fern. Emotion war dabei, rechtfertigt nichts. Oli, grundsätzlich hat schon ein bisschen, kannst du das die Mannschaft jetzt ein bisschen hinterm Bauch hat, weil sie ist ja vom Feld ganz nicht. Also normal gestern so ganz hängend da oben mit den Kälbe ausgeschlagen, kann man jetzt schon direkt sagen. Dass du das jetzt in 3 Tagen, das damit ist nicht recht hast, dass die Mannschaft ein bisschen durch diese zweite Halbzeit Fiasko so ein bisschen verklagt kriegt. Nein. Also ich glaube, dass wir seit Sommer jetzt die erste Niederlage einstecken haben müssen. Ging dann aus meiner Sicht sehr, sehr guten Gegner. Sie haben in der ersten Halbzeit dann schon gezeigt, dass sie ja nicht ganz so bloß abert sind, wie man vielleicht der ein oder andere in Österreich glaubt. Also sie haben wirklich Qualität und das haben wir dann auch am eigenen Leib zu spüren bekommen. Sie haben in puncto Zweikampfführung einfach diese internationale Qualität, die uns fehlt, das muss man auch gestehen. Haben wir am heutigen Tag sehr viel dazugelernt. Dass wir jetzt enttäuscht sind, das lasse ich auch zu. Bin selber enttäuscht, weil ich geglaubt habe, dass wir ein besseres Resultat erzielen können. Aber was man bestimmt nicht zulassen, und dafür kenne ich die Mannschaft so gut, dafür kenne ich den Kern dieser Mannschaft, ist, dass wir am Boden liegen bleiben. Also wir werden aufstehen und werden schon in St. Pölten wieder versuchen, das Ganze in den Griff zu bekommen und die Wende herbeizuführen und wieder eine neue Serie zu starten mit einem Sieg. Am besten wissen natürlich auch um die Schwierigkeit dieser Aufgabe, aber wir sind nur heute für ein paar Minuten am Boden. Wir stehen wieder auf und morgen geht's weiter. Steht da oben dran, glauben. Das hat auch der Trainer, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, er hat 3 Tore im Müllerwerk geschossen. Das hat er, glaube ich, erwähnt. Das heißt, das 3:2, das erreichen würde für den Aufstieg, ist das so ein bisschen die Erinnerung, die man der Mannschaft in den Kopf aufbringen muss, wo man sagt, ihr könnt auch auswärts 3 Tore schießen. Wir können auswärts gewinnen, wir können auswärts Tore erzielen. Also das haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt. Wir wissen schon, also wir müssen jetzt schon am Ende des Tages ein bisschen Realismus an den Tag legen. Also es wird sehr schwierig. Noch dazu spielen wir jetzt nicht gegen Mirwa, sondern eben gegen Liberec. Und die haben am heutigen Tag sehr viel Qualität dann gezeigt. Und wir wissen, dass das schwierig wird. Aber, wie gesagt, das Ganze rundherum hat für sehr viel Emotion gesorgt. Und ich glaube, dass wir nach Liberec fahren und im Gepäck jede Menge Emotion.
Und ich traue das meiner Mannschaft durchaus auch zu, diese Emotionen auch umzuwandeln in diesen Siegeswind, den diese Mannschaft hat. Aber ich weiß schon, dass es schwer wird. Aber wie gesagt, dieser unbändige Glaube an meine Truppen, der ist da. Der ist da. Aber wenn die Aufgabe schwierig ist, ich traue es uns zu. Also den ersten, der erste war so, das kann passieren. Ja, der erste kann passieren. Und da habe ich sogar positiv gefunden, weil wir dann einfach nochmal die Mannschaft zusammenholen können und sagen, du pass auf, das funktioniert jetzt ganz gut, was wir verändert haben in der Pause. Und dranbleiben, da vielleicht einmal noch eine Kleinigkeit nachjustieren. Und ja, nach dem zweiten war es dann einfach unangenehm, weil ich der Meinung bin, dass uns das unserem Verein, dem Ruf unseres Vereins einfach jetzt auch massiv in ganz Europa schadet. Und das hätten wir eigentlich nicht notwendig gehabt, weil wir ja eigentlich auf einem guten Weg sind und uns vielleicht einen Namen gemacht haben. Und es war am heutigen Tag sehr viel zusammengekommen, das dem Verein vielleicht schadet und das hätte nicht sein dürfen. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es gelegen ist, aber nach dem dritten waren dann meine Sicherungen auch bald durchbrennt. Ja, zum einen haben Sie so etwas schon mal erlebt, vorher nicht einen Flutlichtausfall? Einen einmaligen Flutlichtausfall ja, aber dass dreimal das Flutlicht ausfällt, dass der Schiedsrichter gewechselt wird, dass ein Flitzer am Platz herum galoppiert. Also das ist dann ein bisschen viel, glaube ich, was da passiert ist. Und ist dann Slapstick. Ich kann mich nur dem Trainer anschließen. Es ist so, dass doch Leute kommen, sondern es waren heute ganz schön viele Leute für unsere Verhältnisse, für die tut es mir einfach leid. Ja, die sind jetzt dann, weiß nicht, kommen um Mitternacht zu Hause. Und die Leute vom Fernseher, werden sie wahrscheinlich erst dabei denken. Wie gesagt, also wir haben uns so gefreut auf die Partie und es ist uns nicht gelungen, dass wir Werbung für den österreichischen Fußball machen können. Und daran ist nicht die Mannschaft schuld. Glauben Sie, hätten Sie, wenn die Flutlichtausfälle jetzt nicht gewesen wären, ein besseres Ergebnis herausholen können? Oder welchen Einfluss hatte das aus Ihrer Sicht? Nein, also ich bin kein Prophet, kein Hellseher oder sonst was. Das fällt mir sehr schwer. Ich habe uns einfach nur, wenn man jetzt die Fakten betrachtet, habe ich uns beim Spielstand von 1-1 besser gesehen, zweite Halbzeit, als jetzt Liberec zu dem Zeitpunkt war. Also wir waren in der ersten Halbzeit nicht wirklich auf Augenhöhe in manchen Phasen und ich habe uns zweite Halbzeit dann bis zum Flutlichtausfall schon gesehen, dass wir eine gewisse Dominanz ausstrahlen können, aber wenngleich man natürlich sagen muss, dass Liberec immer wieder gefährlich war. Das darf man nicht wegleugnen. Aber hätte Ware zählt im Fußball gar nichts. Aber durch die Flutlichtausfälle war einfach der Spielfluss total gebrochen für beide Mannschaften. Es ist ja nichts mehr rausgekommen. Es war ja kaum eine flüssige Aktion, kaum zusammenhängende Aktionen. Jedes Mal bist du warm gekriegt, ist das Licht ausgefallen. Und es waren dann auch so viele Emotionen im Spiel, verständlicherweise von beiden Mannschaften, auch von uns. Und das hat dem Fußball nicht gut getan und das hätte im Endeffekt Werbung für den österreichischen Fußball werden sollen. Eigentlich war es unsere Zielsetzung, Punkte für Österreich zu sammeln, für Österreich auch da rauszugehen und wollten das Heimspiel, das erste, genießen. Und es hat einfach äußere Umstände gegeben, die das zu einem Großteil verhindert haben. Das 1-0 eingeleitet, oder 65 Meter schon. Ja, tolle Leistung von Manuel Kutin, die natürlich jetzt da am heutigen Tage völlig untergeht. Ja. Aber wie gesagt, wir versuchen es dann auch dementsprechend einzuordnen. Wir werden uns dann morgen das Spiel einfach so für uns analysieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann einfach nichts mehr zum Analysieren gibt, weil das der Fußball dann eigene Gesetze gehabt hat. Aber ja, Manuel Kutin war sehr reif. Ja. Sehr reife Leistung von ihm. Und da am Sektor wird sich nichts mehr tun bei euch, also über eine Neuverpflichtung? Nein. Du hast die internationale Erfahrung ein bisschen angesprochen, aber das auch im ersten Tor gesehen, wenn der Tisch jetzt anschrägt nach vorne macht, ist ein Foul. Dann war es ein gefährliches Spiel, so war es ein wunderschönes Tor. Ich tue mir schwer, aber ich gebe dir natürlich recht. Man könnte sich da vielleicht dahinstellen, um gefährliches Spiel zu provozieren, ist nicht sehr hart. Dazu ist er ein sehr, sehr fairer Spieler und das kommt dann nicht in den Sinn. Aber es war, ich denke, dass es speziell erste Halbzeit in vielen fairen Zweikämpfen Schulter an Schulter einfach gezeigt hat, dass sie sich besser durchgesetzt haben. Und darf man der Mannschaft vielleicht auch gar keinen Vorwurf machen. Dafür sind solche Spiele da. Wir versuchen sie auch zu nutzen, uns zu entwickeln, daraus zu lernen.
Und das war für mich dann so ein bisschen der Unterschied, erste Halbzeit. Darüber hinaus haben sie, wie gesagt, nach dem Ausgleich auch sehr, 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 sehr gut Fußball gespielt. Und aber Zweikampfführung ist ein Thema international. Es kommt da dazu, dass die Schiedsrichter weit mehr laufen lassen. Ja, weit mehr laufen lassen. Und wir haben uns dann eigentlich eine speziell zweite Halbzeit mit der Emotion im Rücken gewehrt und haben dann aber des Öfteren ja, ungeschickt agiert und haben dann sehr viel Fouls provoziert und dadurch war das Spiel ja komplett im Stehen. Eine ganz kurze Frage zum Schluss. Heißt du dir, würdest du den Ronald Dormann, den du am Tag davor verpflichtet hast, ein halbes Training mitgemacht hast, ins Tor stellen? Mutige Entscheidung, aber der Torhüter hat die Entscheidung gerechtfertigt. Er hat aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht. Ist ja, man kennt ihn ja als ein Dormann mit Qualität. Also, ja, Trainer hat alles richtig gemacht. Am Sonntag geht es jetzt schon gegen St. Pölten und Derby. Was wird jetzt da wichtig sein, um die Mannschaft wieder in die Meisterschaft zu bringen? Ja, wir werden jetzt einmal versuchen, richtig gut zu regenerieren. Die Maßnahmen sind eingeleitet. Und morgigen Tag dafür nutzen, dass wir wieder Kräfte sammeln, dass wir wieder zu Kräften kommen, dass wir uns ausrichten, damit wir diese Enttäuschung der ersten Niederlage in der Saison einmal verarbeiten. Ich glaube, dass wir keinen Grund haben, jetzt da irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. St. Pölten ist noch ein paar Tage weg. Mannschaft heute einmal Regeneration, morgen noch einmal Regeneration. Dann werden wir uns auf St. Pölten vorbereiten und ich bin überzeugt, dass wir dort konkurrenzfähig sein werden. Danke.